Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma Jürs GmbH, der Kollisionsspezialist. Und heute filmen wir hier vom Supercharger Rheinfeld mit einem 75 Kilo Mann. Und es geht um ein Reaction Video zu dem Video, was wir gedreht haben mit Vanya, und zwar die Akkureparatur. Danach geht es um ein, also in diesem Video geht es dann um ein Drive Unit Video. Reparatur einer Drive-Unit von Vanya. Das wird so ein bisschen angepriesen, weil das kommt jetzt erst am Sonntag. Wenn der Sonntag vorbei ist, verlinke ich euch das hier oben. Also, Ove nimmt Bezug auf das Video Akku, Tesla Akkuschrott. Und da kommt er schon. Und wir preisen das Video. Ah! Ein Arsch, ey. Und wir preisen das Video an. Drive Unit Reparatur. 10 Verbesserungen von Vanya. Schaut euch das an. Unbedingt. Krass. Alles gut? Du hast mich erschreckt. Das freut mich. Heute hat der Osteopath gesagt, Herr Scharnberg, hat er so ein junges Mädel da gehabt, ne? Und dann sagt er zu dem jungen Mädel, ja, Herr Scharnberg ist der und der und der Patient und leicht übergewichtig. Kannst du dir das vorstellen? Ja, Osteopath, ich war beim Westeopath, der hat gesagt, fahr mal zu McDonald's und hol dir mal schön einen Burger. Ja. Leicht übergewichtig. Dabei schmecken die Chips so gut im Moment abends. Ja, aber jetzt zu den wichtigen Themen. Gut. Wollen wir uns da reinsetzen? Steht dir gut. Wir können uns meinen oder deinen, wie du möchtest. Das muss mein. Um mein geht es hier eigentlich auch. Ich habe so viel mitgebracht. Jetzt, ich habe Licht mitgebracht. Ich habe ein Stativ mitgebracht. Zwei sogar. Und jetzt drehen wir einfach nur im Auto. Aber im Auto hat man oftmals die beste Qualität. Wir haben gar nichts abgesprochen. Geht um das Video Akkureparatur. Ja. Reaction. Also ich habe dein Video gesehen. Ja. Ich kenne ja auch die Umstände dazu. Dazu muss ich euch einfach mal kurz aufklären. Das hätte auch viel besser werden können, wenn sein Kameramann, den er dabei gehabt hätte, das auch so gemacht hätte, wie es ihm gesagt hat. Auf der anderen Seite ist das Video bei den Leuten gut angekommen, ja. Weil sie wussten ja nicht, was kommt. Technisch gesehen, das nächste Video, habe ich mir gesagt, mache ich viel technischer. Aber am Ende des Tages, vom Schnitt her und was er gemacht hat, fand ich gut. Also auch mit dem Flugzeug so und so. So ein bisschen. Geht so, aber ist ja auch erledigt, das Thema. Adrian, hör weg. Moin, ich bin Ove von T&T E-Mobility. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Bitte vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das vergesse ich jedes Mal in meinem Video zu sagen. Genauso den natürlich von Michael Scharnberg von der Firma Jörs, der Kollisionsassistent. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Wir haben hier ein heikles Thema mit euch zu besprechen. Das machen wir jetzt. Wir drehen hier heute mal zwei Videos, damit ich auch mal wieder ein Video bringe, weil der Michael ist ja mittlerweile aktiver als ich. Und das ist auch gut aber so. Aber du bist doch bekannter. Ja. So 3-4 Abonnenten zumindest. Wir erzählen euch jetzt mal ein bisschen was über das, was hier in den letzten Wochen passiert ist mit seinem Auto, in dem wir hier sitzen. Da war der Akku kaputt. Ja, Tesla-Akkus gehen kaputt und es ist oftmals immer das Gleiche. Es ist ein Problem mit Feuchtigkeit. Das wird euch alle betreffen, gerade hier bei uns in den nordischen Ländern. Viel, viel mehr natürlich als jetzt in Arizona, Kalifornien oder sagen wir mal Italien, Spanien. Aber Norwegen, Deutschland und so weiter. Wir werden Feuchtigkeitsprobleme haben. Und wir können jetzt gemeinsam laufen. Wir können normal jetzt darüber diese Geschichte reden. Der Michael dreht hier auch für seinen Kanal. Wie schon gesagt, den könnt ihr auch abonnieren. Du warst jetzt beim Vanya Kartic. Den kenne ich schon viele, viele Jahre weit vor dir. Ich habe dir damals immer von ihm erzählt. Stimmt. Und du hast es auch so wahrgemacht, du bist hingefahren mit deinem kaputten Auto zur EV-Klinik oder hast es hinbringen lassen? Genau, also meiner lief ja tatsächlich nicht mehr. Ja. Wir hatten noch irgendwie was um 40%. Dann haben wir die Hochvoltbatterie abgeklemmt, damit er nicht verliert über die Wochen, weil das war ja tatsächlich, ich glaube, 4 Monate tatsächlich dazwischen zwischen bringen und also nicht, weil er keine Zeit hatte, sondern weil ich es nicht anders geschafft habe. Er hatte Urlaub, ich hatte Urlaub. Das Auto wurde dann von seinem Kumpel Philipp abgeholt. Der holt so in ganz Europa die Autos ab und wurde dann dorthin gebracht. Da auch dann wurde sofort wieder die Hochvoltbatterie abgeklemmt. Also das läuft da wieder wirklich wie am Schnürchen. Ja. Und nachdem Vanya aus dem Urlaub gekommen ist, hat er dann
quasi den Charger gewechselt, hat einen von sich eingebaut, damit er das Auto erstmal wieder laden kann. Und dann hat er ihn auf Halde gestellt, bis ich dann gesagt habe, so pass auf, jetzt komme ich. Okay, das war mal meine erste Frage zu diesem Reaction-Video, zu deinem Video, was ich hier oben jetzt für euch mal verlinke. Könnt ihr draufklicken, euch das angucken und vielleicht danach hier weiter gucken. Der Charger war also auch kaputt. Ja. Der Onboard-Charger. Genau, der hat eigentlich die erste Fehlermeldung gesendet, dass er gesagt hat, ey, ich lade jetzt hier nicht weiter. Und dann hat mich ja so verunsichert, habe ich dann bei Tesla jemanden raufgucken lassen und hat er gesagt, nicht nur Charger, sondern auch eben die eine Modul. Zelle ist, ein Modul ist kaputt. Daraufhin habe ich gesagt, Mensch, Vanja, kannst du auch over the air raufgucken? Hat er getan und hat dann gesagt, jo, genau den Block 14 bestätige ich. Aber es könnte sein, wenn du Glück hast, dass vielleicht der Charger gar nicht kaputt ist, sondern nur die Meldung rausgegeben hat. Dem war aber nicht so. Bei mir waren wirklich zwei Fehler gleichzeitig. Okay, das kann man natürlich so weit gar nicht sehen, aber für euch allerdings hier in dem Bildschirm eures Autos werden diese Fehler angezeigt. Meistens für euch Hieroglyphen, weil ihr nicht genau wisst, wie diese Fehler zu deuten sind. Aber ihr könnt das googeln. Das mal für euch als Tipp. Wenn ihr einen Fehler habt in eurem Onboard-System, schaut drauf, googelt diesen Fehler. Es wird oftmals erklärt, was denn der Fehler ist, meistens in Englisch. Da müsst ihr, wenn es dann möglich ist, euch das mal in Englisch angucken. Ja, das Auto ist Baujahr 2013, soweit ich weiß. Also 14er Zulassung, kann ich mich erinnern. Das ist doch der, den wir bei Snellers geholt haben. Ja, genau, richtig. Genau, dieser schöne Flash, wie du ihn nennst, der so super lackiert wurde, kennt ihr von seinem Kanal, wo das Auto da alles reingebaut wurde, was man sich vorstellen kann. Hier stecken Millionen drin und noch Millionen Arbeitsstunden. Also das Auto ist wirklich schick. Herzlichen Dank an André, der immer für mich da ist. Genau, und das ist ein 80er Modell, ein ganz normaler S85 mit 265 gelaufen. Ja, und der hatte dann tatsächlich dieses Feuchtigkeitsproblem. Das Feuchtigkeitsproblem entsteht dadurch, dass über die Sicherungsabdeckung bei den älteren Modellen auf den Akkus oben ist. Dazu müsst ihr den Akku ablassen. Bei neueren Modellen kommt ihr da von unten ran. Aber das ist nicht nur der einzige Knackpunkt, wo Feuchtigkeit reinkommen kann, denn es kann auch über die gesamte Dichtung reinkommen. Ich blende euch jetzt hier mal ein Bild ein. Das ist ein Bild von der EV-Klinik, wo sie den Akku sozusagen die Abdeckung aufklappen und dann an die Module reinkommen. 8 Stück sind links, 8 Stück sind rechts und bei dir war es die Nummer 14. Genau, aber es sind tatsächlich, also die Dichtung weiß ich gar nicht, ob da auch Feuchtigkeit reinkommt. Er meint, die, er nennt sie Regenschirmventile, in Wirklichkeit Membrane. Ja, ja, genau. Wenn da kann sich manchmal halt auch ein Sandkorn zwischensetzen und dadurch kommt natürlich auch Feuchtigkeit. Genau, das sind so eine Art Schnellverschlüsse. Wenn man den Akku absetzt, ist vorne links, also ich gucke jetzt hier aus dem Fenster, vorne links unterm Fußraum sind zwei so eine Pinörex. Regenschirmventile nennt er sie. Ich nenne sie Schnellverschlüsse, wo die gesamte Kühlung mit dem Akku verbunden wird, mit dem Kühlsystem des Fahrzeugs, also mit der thermischen Anlage. Die meine ich nicht, Uwe. Da hast du die recht. Meinst du nicht? Nee, es geht den ganzen Akku lang. Hast du, glaube ich, auf jeder Seite 12 so eine kleine Regenschirmventile. Ach, die? Und die Orangenen? Ja, genau. Die Orangenen. Ja, okay, alles klar. Und die machen sie auch als erstes sauber und prüfen, ob da irgendwo ein Sandkorn zwischensteckt. Okay. Aber an der Stelle, die du gerade gesagt hast, die war bei meinem Sohn kaputt, genau. Ja. Und das war nämlich auch da, wo das Wasser beim Laden rauslief. Genau. Genau, ja. Also da gibt es verschiedene Feuchtigkeitsprobleme. Und er meint ja auch, dass im Grunde Superchargen so ein bisschen dagegen anwirkt. Weil, was passiert, wenn wir am Supercharger stehen? Die Batterie wird heiß und dadurch verdunstet die Feuchtigkeit. Alle sagen immer, nicht so viel Superchargen. Er sagt, kein Problem. Einig ist das für die älteren Autos gar nicht so schlecht. Das sehe ich mittlerweile auch so. Habe ich früher anders gesehen. Aber mittlerweile habe ich ja Daten von über 3000 Fahrzeugen. Also Superchargen ist nicht ganz so schlimm wie angenommen. Ich habe herausgefunden, dass das Verhältnis zu AC-Chargen, also zum normalen Chargen und Superchargen eigentlich egal ist. Krass, ne? Aber das ist so, wenn eine neue Technologie entwickelt wird, ist es ja nun mal so, man kann das alles nicht wissen. Ne? Was haben wir die letzten 5 Jahre gelernt? Ich war noch nicht fertig. Entschuldigung, das fällt immer gerne ins Wort. Der Sachverständige. Wenn du DC lädst, ist es natürlich, und da beißt die Maus keinen Faden ab, auch für euch da draußen, es ist mehr Stress für die Zelle. Ja, aber hier fließen mittlerweile so geringe Ströme, wenn man heute die neueren Akkus sieht bei einem Tesla, dass das nicht so viel ausmacht. Wenn du natürlich so wie Holger Laudelei, habe ich ja mal ein Video gemacht, kann ich hier oben verlinken, wenn der sein Auto nur über Schoko lädt, hat der natürlich kaum eine Degradation, weil der schon geladen wird, aber du hast hohe Ladeverluste. Also, es ist so, DC-Laden stresst die Zelle. Weniger DC oder nur AC-Laden ist besser für die Zelle, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn man viel DC lädt. Das haben wir mittlerweile auch herausgefunden. Wir reden hier von Tesla-Fahrzeugen 400-Volt-Technik. Mhm. Bist du in die 800-Volt-Technik, ist das ein ganz anderer Schnack.
Aber wir wollen ja jetzt eigentlich darüber reden, wie sieht die Zukunft aus? Wo genau muss man hin? Also ich kann jedem empfehlen, der Hochvolttechniker wird oder das lernt. Ich war gerade in der Berufsschule hier in der Emil-Possel-Schule in Lübeck und habe mit den Hochschullehrern so eine Art Workshop gemacht und habe mit denen gesprochen, wo die Reise hingeht. Das war sehr, sehr interessant und wir müssen natürlich auch irgendwo die Wurzeln packen und da ansetzen, wo unsere Zukunft, also unsere Auszubildenden, weitergebildet und gefördert werden. Und ich kann jedem nur empfehlen, lernt Hochvolttechniker, macht einen guten Abschluss, beschäftigt euch damit und macht euch danach selbstständig mit Batteriereparaturen. Die ersten, die das machen, den kann ich fast versprechen, die werden reich. Wenn du das in 5 Jahren anfängst, dann gibt es schon so viele, dass du einfach nur einen Job machst. Aber jetzt damit anzufangen, Hochvolttechniker Batteriereparaturen anzubieten, der Vanja Kartic von der EV-Klinik bietet auch Workshops an, um das dort zu lernen. Dann kann man sein Wissen sozusagen verwenden und in eure Firma, wenn ihr euch dann selbstständig macht oder auch für alle anderen, die jetzt interessiert sind, mit einer Werkstatt das zu machen, diese Aufträge werden garantiert auf euch zukommen und dann könnt ihr das Wissen, was ihr da erfahrt, umsetzen. Das ist für jeden interessant. Wenn wir beide jünger wären, wir haben schon drüber gesprochen. Also ich habe da unfassbar viel Bock drauf. Ich auch. Also ich habe jetzt auch dem Vanja versprochen, dass ich ihn da unterstützen werde, dass ich hier, es hatten sich schon 2 Firmen tatsächlich gemeldet. Und ich habe auch viel, jeden Tag schreiben wir eigentlich. Ich stelle mir das nämlich auch so vor, dass man nachher für die sozusagen EV-Klinik zertifiziert. Dass die Leute, die da waren, im Grunde nach diesen Standards arbeiten. Weil was er macht, er entwickelt ständig weiter. Und ja, jeden Tag mit jeder Reparatur, sagt er, lernt er dazu und bringt es auch in seine Schulungsprogramme mit ein. Und somit habe ich gesagt, hey, wenn da draußen Werkstätten sind, die da Interesse dran haben, dann meldet euch bei mir. Ich stelle den Kontakt her. Ich fahre jetzt nächste Woche wieder hin. Kommst du jetzt eigentlich mit? Weiß ich noch nicht. Vielleicht sehen wir uns ja da, wer weiß. Ich bin auf so einem Kongress. Ja, danach, Speaker. Ja. Danach. Ja, ich weiß. Muss gucken. Da wäre ich normalerweise auch bei Moore. Das interessiert keinen, wo ich bin, egal. Ich bin auf der OMX in Salzburg, Marketingveranstaltung. Ja. Aber wir wollten ja noch über die Reaction drehen. Was hat dir, was besonders gut an dem Video gefallen, ist eine Frage total offen geblieben. Ja, na klar, natürlich die Preise, ne? Genau, also, die habe ich jetzt als angepinnt unten, ja, genau. Aber kann man jetzt einmal drüber reden. Laufleistung und Preise von dem Auto wurde gar nicht drüber gesprochen. Mittlerweile ist es ja raus, weil du es unter dem Video angepinnt hast. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gesehen von der Technik selber. Also ich konnte zum Beispiel in einem Bild, hast du gezeigt, das blende ich jetzt hier mal ein, ich hoffe nicht, ich verspreche nicht zu viel. Da sieht man, wie die eine Zelle, die 18650er, von außen leicht angerostet ist. Aber gleich daneben, da ist eine Platine, die ist komplett nass. Ja. Und also hier ist ein eindeutiges Zeichen Feuchtigkeit. Ja, aber ich habe ganz viel mehr Technik gedreht, aber er hat das Video auch vorher, sag ich mal, sich angeguckt und hat gesagt, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht, weil das sind natürlich auch irgendwo seine Betriebsgeheimnisse, okay, die er in den Schulungen verkaufen will. Er sagt, ja, wenn ich jetzt alles preisgebe, er hat da so ein paar Dinge, er sagt, das weiß kein Mensch und bitte zeigt das nicht. Deswegen haben wir natürlich auch, da waren noch spannende Sachen bei, die kann ich dir erzählen, aber ja, euch zeigen wir das vielleicht viel, viel später mal, wer weiß. So in ein paar Jahren, wenn du alt und grau bist, also morgen. Dann war wieder lustig. Ja, ja, also das ist natürlich klar. Das kannst du die Jungs arbeiten da wie bei der Bundeswehr, da weiß jeder, was er zu tun hat. Die sind voll eingeschossen da drauf. Trotzdem ist es viel Arbeit. In Deutschland wird das auch teurer sein, weil einfach viel Arbeitszeit reingeht. Gar nicht mal das Material, sondern viel Arbeitszeit. Die haben jetzt mit 3-4 Leuten an meinem Akku im Grunde 2 Tage gearbeitet. Wenn du dir das hochrechnest, hier, falls du jetzt noch nicht wieder bei dem alten Video gucken willst, kostet ein Akku nur den Fehler beheben 1.500 bis 2.500 Euro. Das heißt, du hast einen Fehler in der Platine, Feuchtigkeit, whatever. Dieser eine Fehler wird behoben und dein Auto fährt wieder. Meiner Meinung nach macht das keinen Sinn, weil wenn der Akku schon auf ist und raus ist, dann würde ich doch sagen, einmal komplett durchchecken lassen und jede Platine anfassen, alles durchmessen, dann bist du bei in Kroatien 5.500 Euro plus Mehrwertsteuer, 25% Mehrwertsteuer, muss man auch dran denken. Und bei der Drive Unit ist es so, 2.800 Euro plus Mehrwertsteuer, wenn das Auto noch fährt. Wenn das Totalschaden ist, sprich bei denen ist Totalschaden, wenn die Spule kaputt ist,
dann sind wir bei 3.100 Euro plus Mehrwertsteuer. An dieser Drive-Unit, das Video, was jetzt Sonntag kommt, sind 10 Verbesserungen. 2 durfte ich nennen. Das ist einmal der Simmering, das weißt du. Ich kenne die alle. Ja. Und die zweite ist Keramiklager. Dichtung und... Genau. Ja, ja, also und das ist das, geil, was er sagt. Er lernt jeden Tag dazu und packt es auch immer wieder in die neuen Drive-Units rein, beziehungsweise in die Akkureparatur. Und das ist das Spannende. Das ne? hat er mir auch erzählt, dass als sie angefangen haben, haben sie natürlich Fehler gemacht. Und dann kamen die Kunden zurück, natürlich. Und diese Fehler möchte, kein Mensch möchte als Unternehmer, du nicht, ich nicht, er nicht, dass die Leute zurückkommen. Und deswegen werden diese Fehler halt eliminiert und ständig verbessert. Genau so läuft das. Also er macht da wirklich einen Bombenjob. Und ich kann das wirklich nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Akkutechnologie ist ein Schlüssel für die Zukunft und jeder Kfz-Handwerksbetrieb, der mindestens einen kennt oder jemanden weiß, der einem weiterhilft. Und wir haben hier eigentlich nur im Norden, das ist ja Lüdemann und Senz, die wollen das auch machen. Lüdemann und Zankel, genau. Lüdemann und Zankel? Lüdemann und Zankel heißen die. Ich glaube, da heißen sie Lüdemann und Senz. In Norderstedt. Echt? Hier heißen sie Lüdemann. Okay. Und Zankel, ja. Aber ist auch wurscht. Genau. Also die haben ein Batteriezentrum gebaut. Genau. Und arbeiten heute hauptsächlich Zoe-Batterien. Sind aber auch dafür offen. Später, morgen habe ich mit dem Chef ein Telefonat. Also mit Herrn Lüdemann. Und werde ich dann auch mal von der EV-Klinik berichten. Mhm. Genau. Es gibt auch weitere Werkstätten, die sich schon gemeldet haben. Also wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach. Ich glaube auch, wie Uwe schon sagt, zu Wanja habe ich gesagt, er soll hier nach Deutschland kommen. Uwe und ich machen so viel Werbung, dann fährt er die Kohle mit der Schiebkarre nach Hause und den Kunden wird vor allen Dingen geholfen. Ja, es wäre natürlich schöner, wenn man so ein Franchise-System aufbauen könnte, das dann EV-Klinik heißt, so wie das, was weiß ich, Vergölz-Reifencenter oder sowas. Das wäre schon cool, ja. Und ist natürlich sehr, sehr aufwendig und im Endeffekt, wie vergütest du das, ist eine schwierige Sache. Genau. Aber man muss so ein Wissen und deswegen machen wir ja auch diese Videos, wir wollen ja aufklären. Das ist das, was wir machen. Wir verkaufen natürlich unsere Produkte, aber wir wollen aufklären. Das mache ich seit 2017 bei YouTube und das läuft auch soweit ganz gut. Ich denke, viele Leute haben wir Angst genommen vor der Elektromobilität. Ja, am Sonnabend habe ich gerade ein Auto ausgeliefert, doppelte Keramikversiegelung an einem Fisker Ocean One. Und der folgt mir schon viele Jahre, sagt er. Aber das erste Mal durch Uwe. Also an dieser Stelle, so paar, danke Kooperationspartner. Gerne. So ein paar tausend Kunden habe ich dir wohl schon gebracht, aber du mir ja auch, oder? Ich denke. Nee, ist alles gut. Ja, ich glaube, heute haben wir euch schon eine Menge Infos zukommen lassen. Am Sonntag gibt es das Drive-Unit-Video, 10 Verbesserungen an der Drive-Unit. Meine alte hatte erst 20.000 Runde und war schon wieder Lagerschaden, hast du deutlich gehört. Ich nicht, er. Haben wir dann also gleich mitgewechselt. Und ich fahre nächste Woche wieder hin und schreibt eure Fragen bitte unter die Videos. Ich habe alle Fragen bisher in den Kommentaren aufgenommen. Ich werde die alle mit Vanja durchgehen. Und ja, auch an dieser Stelle einmal schön, wenn du dieses Video dir gefallen hat, bitte den Kanal abonnieren, Daumen hoch, kommentieren. Ihr wisst, ich beantworte fast alles. Ich freue mich darauf, auch viele Fragen mitzunehmen, weil wir da eben, wie Uwe schon richtig gesagt hat, Aufklärungsarbeit leisten wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal auf diesem und auf seinem Kanal. Das war mal so ein Doppelvideo, haben wir schon öfter mal gemacht. Ja. Und ja, er muss jetzt zum Friseur. Ihr seht ja, er muss ein bisschen schneiden und ich muss aufschneiden. So, also, seht zu, dann, habt ihr gute Zeit. Der Elektroauto steht er. Dann lädt er bei Glanz einfach. Tschüss.